So, zeige ich euch mal den Hintereingang. Das ist das Stasi-Haus, also so haben wir es genannt, Stasi-Haus. Und wenn man jetzt hier durchgeht und über diese, über diese Baumstämme hier steckt. So. Dann seht ihr hier schon die Treppe, die zum Seiteneingang von dem Bunker vom Stasi-Haus führt. Nämlich da. Ja. Gucken, ich brauche noch ein bisschen mehr Licht, jawohl. Und da hinten steht das Häuschen, da sieht man hier die, oben die Kante noch ein bisschen. Und ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, wo Gina das eine Mal hochgeklettert ist im Bunker. Also der Bunker ist jetzt genau unter uns, nämlich hier ist es abschüssig. Und hier hat Gina versucht mit der Kamera raus zu filmen. Da sieht man auch vielleicht eventuell da die Treppe. Genau. Da, hier ist Gina hochgeklettert. Von hier sieht man es vielleicht noch besser. So. Genau. Das ist dieser, ich sag mal, Notausstieg. Da steht der Funkmast. Und da sieht man auch so eine kleine, ein kleines Häuschen da. Ja, dieses, wenn wir das Licht wieder ausschalten. Da. Dieses Umspannhäuschen, wie gesagt, hier steht der Funkmast. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sieht. Nicht da hinten hier. Da sieht man. Da hängen die Antennen drauf. Also ich denke mal hier, selbst im Bunker, Einsatz K2 Meter. Fragwürdig. Sage ich mal fragwürdig. Kann natürlich was bringen. Wenn man dann den Algorithmus raus hat, wie diese Anlage sendet oder weitersendet, wie auch immer, dann könnte es vielleicht bringen, dass man da eventuell was ausschließen kann, aber okay. Jetzt gehen wir den Weg wieder zurück. Ja, hier wachsen sogar schon Pilze. Also, die sind aber nicht genießbar. Aber Shane. Shane. Ja, überall hier so die kleinen weißen Käppchen da. Ja. Ja, da gehen wir mal rein. Wir sehen uns drinnen.
Hallo. Ja, hier ist so kalt drin, dass man seinen Atem sieht. Und die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch hier. Hallo. Runter zu euch, sofern man hier durchkommt. Das werdet ihr sehen. Noch schon so eine fette Bunkertür. Hier tropft es überall. Hier nochmal dieser riesige Serverschrank oder die sogenannten Patchfelder. Hier tropft es auch überall von der Decke. Und man sieht hier auch, ja, man sieht das gut, dass hier auch der ganze Boden nass ist. Gucken wir mal hier rein. Ja, das Fahrrad steht immer noch da. Und hier ist auch. Ja. Alles nass. Falls noch jemand ein Fahrrad braucht, das wäre noch da. Aber jetzt sind gar keine. Ja. Ich mach mal so ein gemischtes Licht. Wahnsinn.
was ich entdeckt habe. Toter Schmetterling. Wieder einer randaliert. Ich glaube, der war das letzte Mal noch nicht da. Naja, das muss ja wieder sein. Auf jeden Fall. Hallo. Kurze Pause. So, ich bereite hier noch ein bisschen was vor. Den Waschbecken. Ich habe meine große Taschenlampe vergessen. Super. Das kommt ja konkret krass. So, jetzt ist die Kamera ja auch an. Dann könnte es losgehen jetzt. Ja. Ich bin extra hier runtergekommen, weil das letzte Mal auch hier in dem Raum hier hinter mir ist. Da habe ich jetzt euch auch Kekse hingestellt. Und was zu trinken.
könnt ihr euch jederzeit etwas holen. Kann irgendjemand von euch mal vielleicht, wenn das funktioniert, hier ein Geräusch machen, weil hier ist ja richtig still. Ich höre jetzt mal. Versuchen, ganz laut zu sprechen, dass ich das höre. Geht das? Wo ich jetzt hinleuchte. Mann, hier hängt ja so ein Kabel runter. Hier. Da. Könnt ihr die vielleicht bewegen? Oder das da? Habt ihr schon nach den Keksen geguckt? Wir haben gerade ein Geräusch gehört.
Ich habe mich noch mal vergewissert, dass hier keine Fledermäuse drin sind. Ich hatte ja vorher schon geguckt, aber manchmal sieht man ja was. Der Boden ist komplett trocken, also ein Tropfen kann es nicht gewesen sein. Hier unten Fledermäuse gewesen wären, wäre ich hier nicht runtergegangen. Habt ihr hier hinten ein Geräusch gemacht? Jemand von euch? Könnt ihr das nochmal machen? Hallo? Das war laut. Männliche Stimme, laut. Hallo? Okay. Hier ist niemand. Hallo? Ich habe dich gehört.
Es war richtig gut laut. Kommst du das nochmal hin? Kannst du das nochmal versuchen? War wirklich richtig schön laut. Aber ich weiß nicht, woher das kam. Kannst du noch mal ein Geräusch machen, damit ich weiß, wo ich hinkommen soll? Bist du hier? Okay, wenn du das jetzt nicht mehr hinbekommst mit dem Geräusch, bedanke ich mich dafür. Ich habe es dir nicht gehört. Oder deine Stimme sogar habe ich gehört. Dankeschön. Habt ihr schon gesehen, dass ich alleine hier bin? Gina soll nicht mit.
Wollen wir mal Radio anmachen? Können wir vielleicht besser kommunizieren? Ich hol's mal raus. Ich komme hier vor. Ich glaube, hier ist ein guter Ort. Und wir probieren mal. Hallo. Na, fällt nicht mit. Hat jemand von euch erst das eine Geräusch gemacht, was ich zuerst gehört habe? Und die Stimme, die ich gehört habe, war das auch jemand von euch? Die war richtig laut. Das war eine männliche Stimme. Hallo. Ich habe leider nicht verstanden, was derjenige gesagt hat. Kannst du das mal versuchen, über das Radio hier nochmal zu wiederholen? Nein? Okay, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ist auch okay. Ich bin heute mal alleine zu euch gekommen, weil Gina ist doch ein bisschen krank. Genau, die ist ein bisschen krank. Was hat sie? Wenn ich habe jetzt verstanden, was hat sie? Sie hat so ein bisschen Grippe, ein bisschen Erkältung. Mit dem Bauch hat sie Probleme, ein bisschen. Deswegen bin ich heute alleine zu euch gekommen. Er hat dir gesagt, er könnte hierher kommen, wenn wir wollen. Das haben wir richtig verstanden, oder? Thank you.
Da hinten, da liegt noch was zu essen und zu trinken für euch. Wisst ihr, wo die ganzen Fledermäuse hin sind? War das, ist das denn der Sommerkraft hier unten? Ist derjenige, der so laut gesprochen hat, noch hier in der Nähe? Ja, ist aber schön. Wenn ich jetzt das Radio ausmache, kann er sich dann auch mal bemerkbar machen? Wäre das möglich? Wollen wir das noch probieren? Ich würde sagen, wir probieren das mal. Ich mache jetzt das Radio aus. Und dann versuchst du nochmal was laut zu sagen. Vielleicht höre ich das wieder. Genau, was sagen. Genau. Okay, ich mache jetzt das Radio aus. Dankeschön schon mal. So. Jetzt kannst du noch mal versuchen, was zu sagen, ganz laut. Du machst noch mal ein lautes Geräusch. Irgendein Klopfen. Geh mal hinten jetzt die andere Kamera holen. In der Zeit kannst du in die Kamera hier vielleicht was reinsprechen. Da, wo das Licht drauf ist.
jetzt die Kamera mal hier reingestellt, wo das Essen drin steht, so die ist gleich leer. Okay, schwarz mache ich aus. Das Essen habt ihr schon gefunden, oder? Wollen wir auch noch mal den Mikrofonik anmachen? Soll ich die Kamera erstmal ausschalten? Ich mache die Kamera erstmal aus. Da steht jetzt die andere, die silberne, die mache ich gleich an. So. Silber läuft. So, wir machen jetzt mal ein bisschen Mikrofonik. Ich komme jetzt hier. Oh.
Hallo? Könnt ihr mir sagen, wo Gina ist? Sag mir mal, wo die Gina ist. Gina hat neulich zu Hause bei uns ein kleines Kind gesehen. Das stand bei uns am Bett. Und wenn die Gina das gesehen hat, war es plötzlich ganz schnell wieder weg. Wisst ihr, wer das war? Ella? Ella. Okay, wenn ich jetzt Ella verstanden habe, oder richtig verstanden habe, braucht die Ella Hilfe? Und wenn ja, wie können wir ihr helfen? Wie können wir denn da helfen? Könnt ihr uns das sagen? Oder mir jetzt gerade? Guck mal, heute bin ich nur für euch da. Ganz alleine. Was? Das hat sich gerade angehört, wie... Als wenn das Wasser ausläuft. Bin gleich wieder da. Ich weiß nicht, ob das zu hören war auf der Kamera. Habe ich gekleckert da hinten. Komm, ich bin doch hier. Ich bin noch hier.
Gina kommt das nächste Mal wieder mit. Oder das übernächste Mal. Müssen wir mal gucken, wenn Gina wieder gesund ist. Stimmt das, dass ihr unsere Träume kommen könnt? Ich habe das Gefühl, dass ihr unsere Träume bekommen könnt. Und über die Träume, die wir haben, könnt ihr uns Informationen geben. Ist das richtig? Ja. Oder dürft ihr dazu nichts sagen? Oder wollt oder könnt? Der Bunker, in dem wir hier gerade sind, der wurde ja nie wirklich gebraucht. Ist das auch richtig? Ja. Der war ja nur für einen Notfall gedacht. Ne? Der war ja auch immer ständig kaputt hier irgendwas. Irgendwas ging immer nicht. Ich hab mir nämlich ein paar Dokumente aus dem Internet runtergeladen. Da steht das alles drinnen. Der war vielleicht 2 Jahre in Betrieb, wo mal alles funktioniert hat. Ansonsten war immer irgendwas, was nicht funktioniert hat. Also,
Ja. Ist noch jemand aus der Zeit hier? Vielleicht der Hausmeister oder jemand, der die Technik bedient hat. Ist noch jemand hier von denen? Jetzt war gerade lauter dumpfer Schlag. Kann natürlich wieder alles sein. Ja. Irgendeine Tür oder ein Steinwand, der abgefallen ist hier bei dem Gebäude. Aber über mir geht aber nicht. Wir sind unter der Erde. Also hier oben ist einfach nichts, fällt mir gerade ein. War das jemand von euch? Der dumpfe Schlag gerade eben? Okay, wir machen mal weiter. Der dumpfe Schlag, war das jemand von euch, den ich gerade gehört habe? Okay, wir beenden mal die Mikrofone, ja? Ich würde noch mal das Radio anmachen. Okay. Ich hole das mal. Wir haben einfach mal das Radio angemacht. Ich habe das Radio angemacht. Ich glaube, darüber könnt ihr besser kommunizieren hier. Ich hatte erst gefragt, ob das richtig ist, dass ihr uns über unsere Träume, die wir haben, Informationen geben könnt. Dankeschön, das habe ich verstanden, das ja. Wie ist denn das möglich, dass wir manchmal auch Träume aus der Zukunft haben können?
Oder ist das Einbildung? Aber es gibt viele Menschen, die irgendwas sehen, was passieren wird im Traum. Und wenn es dann passiert, dann können die sich auch an den Traum wieder erinnern, spätestens dann. Wo ich nach den Träumen gefragt habe, da habe ich Schloss verstanden. Sind die Träume das Schloss und wir müssen den Schlüssel finden, oder? Ich verstehe euch schlecht. Auch hier muss ich sagen, dass ich mir das zu Hause genau anhören werde. Und dann werde ich sehen, was jeder antworten kann. Oder hören, genau, ist klar. Ihr wisst, was ich meine. Seht ihr, was die Gina gerade macht? Könnt ihr mal gucken, was die Gina macht und mir das sagen? Dauert ja nicht lange. Ihr seid ja mal ruckzuck hin und her. Die sitzt. Wo sitzt sie denn? Okay. Würde ich sagen, machen wir jetzt hier Feierabend an der Stelle für heute. Dann gehen wir nochmal eine Runde durchs Haus und da könnt ihr ja vielleicht nochmal auf die Kamera sprechen. Also ich bringe das ganze Zeug zum Auto. Und dann gehen wir einfach nochmal eine Runde mit der Kamera durchs Haus. Ist das okay? Okay, dann bedanke ich mich. Und ich denke mal, dass das nächste Mal die Gina wieder mit dabei ist. Da seid ihr so viel Gespräch da, habe ich das Gefühl. Okay, na dann, bye bye. Lass mal einmal an der Stelle so stehen. Das einige Sachen habe ich tatsächlich verstanden. Aber um da sicher zu gehen, muss ich mir das zu Hause auf jeden Fall nochmal anhören. Da will ich jetzt auch nichts vornehmen. Ganz prägnant war diese Stimme, die ich gehört habe.
war richtig laut. Ich hoffe, dass es auf irgendeiner Kamera drauf ist. Also ich hab auf jeden Fall zwei laufen. Das war schon extrem. Also das war richtig laut und deutlich zu hören. Leider, jedoch nicht verständlich, was gesagt wurde. Das ist ja dann meistens so. Also falls ihr jetzt noch was sagen wollt, Freunde, die Kamera ist an, die Sony. Die, wo das Licht drauf ist, nicht die, wo das Licht drunter ist. Die baue ich jetzt als nächstes ab. Also immer wenn ich rasche, habe ich das Gefühl, dass hier niemand ist. Das ist kein Tier. Boah, genau. So, jetzt klinke ich die Kamera aus. Wenn ich den Krieg anhalte. Ich verabschiede mich. Das war ich. Tschüssi. Oh je, das war ich. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.
Es ist eine ganz komische Geräuschkulisse hier gerade. Als wenn hier irgendwo Wasser läuft. Ja, also als wenn hier ein Wasserhahn offen wäre. Ich weiß nicht, ob man das hört. Das ist ein Dauergeräusch. Apfelsine. Ich sehe aber nirgendwo Apfelsinen, Schalen oder irgend sowas. Boah, hier draußen ist ja richtig warm im Gegensatz zu drinnen. So, seht ihr, da hängt mein Handy noch. Ich habe nicht mal ein Handy mit gehabt. Wenn mir hier was passiert wäre. Um Gottes Willen. So. Na, jetzt nehmen wir es mit. Erstes gehen wir noch mal durch den Keller, weil der einfach interessanter ist als hier oben.
das Licht dick scharf hier. Oh, hier haben sie aber gewütet. Jetzt schneiden sie sich gerade wahrscheinlich die Kabel raus. Die noch da waren. Naja. Zwei. Da hinten war Ende. Ich glaube, wir brauchen nicht reingehen. Dann mache ich wieder dieses ganze weiße Zeug an die Füße. Hier haben sie auch randaliert. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das offen stand das letzte Mal. Ich glaube eher nicht. Falls ihr noch was sagen wollt, ne? Könnt ihr auch drauf sprechen.
Eisenbahn? Okay. Tschüss, ihr Lieben. Hier riecht es nach Apfelsine hier vorne. Hier ist aber nichts Apfelsine. Tschüssi. Ja, so, das war's mal für heute. Ich war mal alleine unterwegs. So richtig alleine. Es war niemand bei, nur ich. Und wir waren gemeinsam im Stasihaus, unten im Bunker. Jetzt ist mir kalt. Da unten ist wirklich kalt. Jetzt geht's nach Hause, auswerten und so weiter. Und während ich das hier erzähle, habt ihr alles schon gesehen. Wie immer. Ne? Also, Daumen nicht vergessen, Abo nicht vergessen, wenn noch nicht passiert ist. Und das nächste Mal wird Gina wieder dabei sein. Bis dahin. Bye, bye.